Guten Morgen. Vor einigen Tagen staunte ich nicht schlecht, als ich folgendes Foto auf der Facebook-Seite von Tim Mälzer von ihm höchstpersönlich gepostet vorfand. Der Kopf eines Lebewesens als Trophäe und Mittelpunkt eines als offensichtlich zur Unterhaltung dienenden Fotos. Ich habe in meinen über 700 Videos, glaube ich, noch niemals jemanden persönlich angegriffen. Aber bei diesem Foto und ja auch der zugrunde liegenden Respektlosigkeit und der Arroganz, mit der Tim Mälzer hier auftritt, stellt mich vor eine unglaublich große Herausforderung. Bei dieser Art von Humor werden sofort Assoziationen für eine Zeit geweckt, ja, wo das Menschengehirn sehr niedrig entwickelt war und dieses Gehirn Probleme hatte, sich selber überhaupt zu reflektieren. Eine Zeit, in der sich Tim Mälzer sichtlich wohlgefühlt ja, hätte. Sein geistiger Horizont und damit die korrelierende Empathie für andere fühlende Lebewesen, wobei ich mir nicht einmal sicher bin, ob ein Tim Mälzer überhaupt in seiner geistigen Reife so weit fortgeschritten ist, dass er diese Annahme, dass Tiere über Gefühle verfügen, teilt, scheint offensichtlich sehr begrenzt zu sein. Dass er über ein einfaches Gemüt und ja, so einen Bauerncharme verfügt, das macht ihm zweifellos zu einem Sympathieträger. Da müssen wir nichts sagen. Das ist der nette Junge von nebenan. Nur leider, lieber Tim, entwickeln sich die Menschen immer weiter. Und die soziale Schicht, die du mit dieser Art von Humor noch erreichst, die ist aufgrund seiner finanzschwachen Struktur nicht in der Lage, deine DVDs und deine Bücher zu kaufen und haben auch überhaupt keinen Skrupel, diese Dinge sich einfach per Raubkopien zu besorgen und müssen sich dabei ja nicht einmal schlecht fühlen, weil Empathie, Mitgefühl oder Respekt vor anderen Lebewesen, in dem Fall vor dir, ja nach deinen eigenen Standards gar nicht angebracht ist. Du zeigst öffentlich den abgeschnittenen Kopf eines Lebewesens, dessen Tod mittlerweile auch wissenschaftlich bestätigt lediglich der persönlichen Bedürfnisbefriedigung dient, da Fleischkonsum ja eben nicht mehr notwendig ist. Es gibt nichts im Fleisch, was wir nicht auch und das ohne für den Körper schädliche Substanzen durch Pflanzen aufnehmen können. Im Gegenteil, sogar die antiquierte WHO warnt mittlerweile vor hohem Fleischkonsum und setzt verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst in eine Liga wie Zigaretten als Stufe 1a karzinogen. Das Video dazu findet ihr oben in den Infokarten. Beim Fleischkonsum geht es wirklich nur noch darum, persönliche Gelüste auf Kosten anderer Lebewesen zu befriedigen. Und das ist erlaubt und das ist toleriert zurzeit. Das ist okay. Das können wir uns auch, weil wir die anderen Lebewesen dominieren und keinen natürlichen Konkurrenten auf diesem Planeten haben und können das absolut gefahrenlos tun. Aber anstatt ja, diese durchaus ja, Bequemlichkeit und die Unfähigkeit, sein Leben umzustellen, wenigstens schamvoll und dezent im Hintergrund zu leben, ja, hat Tim weder den Anstand noch die moralische Integrität, diese niederen Instinkte und auch seinen perfiden Sinn für Humor ja, lediglich im privaten Umfeld auszuleben. Nein, er geht damit an die Öffentlichkeit und ja, dies aus einem einzigen Grund. Er möchte den Umsatz seines Unternehmens steigern. Er möchte sein Geld maximieren, er möchte Macht, er möchte Erfolg. Aber lieber Tim, wie du an den Reaktionen der Menschen gesehen hast, hast du den Bogen überspannt. Und ich verhehle nicht auch ein niederes Gefühl meiner menschlichen Existenz. Die Schadenfreude. Die Schadenfreude darüber, dass du von langjährigen Fans deiner Person und den damit verbundenen medialen Auftritten die Quittung bekommst. Und die Menschen die wahre Fratze deiner Persönlichkeit sozusagen offenbaren musstest. Aber anstatt wenigstens dann anzufangen zu reflektieren, was für einen, ich muss es so deutlich sagen, Scheiß du gepostet hast, machst du dich ein paar Tage später noch über diese Reaktion lustig, indem du einen Kürbis in derselben Pose ablichtest und ja, damit das Fühlen und das Empfinden von Furcht, Leid und die damit zusammenhängenden Reflexionen eines Schweins mit denen eines Kürbisgewächses vergleichst. Geht es noch niveauloser? Geht es noch primitiver und ja, geht es noch verachtender? Der Geist, der in dir innewohnt und den du genüsslich und voller Freude zur Schau stellst und dich noch darüber freust, wie du andere Lebewesen verletzt, demütigst und ja, und dich letztlich auch darüber definierst, dieser Geist,
der ist nicht losgelöst von der Umwelt, lieber Tim. Dieser Geist, der steht in Wechselwirkung mit allen um dich rum. Sieh das aus physikalischer Sicht, aus sozialer oder aus spiritueller Sicht, das macht keinen Unterschied. Aber diese Handlungen, die werden auf dich zurückfallen. Und zwar mit erbarmungsloser Konsequenz. Und ich garantiere dir, du wirst irgendwann elend leiden. Und was mich das Video hat machen lassen, ist der Grund, dass du in dieser Situation, wenn du irgendeine Krankheit bekommst oder dich das Schicksal straft und du dich in deiner Opferrolle suhlst und nach Mitleid winselst, nicht in der Lage sein wirst zu erkennen, dass alles im Leben Konsequenzen hat und dein Leid nur eine logische Konsequenz deiner Handlung ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch das Potenzial in sich trägt, seine Handlung wirklich reflektieren zu können. Und mein Glauben an das Gute im Menschen, das macht auch vor dir, lieber Tim, nicht halt und eventuell reicht dich in irgendeiner Form mein zweifellos etwas emotional angehauchter Appell, aber ich halte mich schon sehr zurück. Ja, und du denkst einfach nochmal darüber nach, denn gerade aufgrund deiner Reichweite trägst du, ob du es willst oder nicht, eine soziale Verantwortung. Und auch wenn das Scheiße ist, was du fabriziert hast, kann Scheiße auch im dosierten Rahmen wieder dafür eingesetzt werden, etwas Fruchtbares zu generieren. Also leg deinen Kochlevel einfach mal zur Seite, setz dich mal in Ruhe hin und geh in dich. Es gibt keine schlechten Menschen. Es gibt nur Menschen, die unbewusst agieren. Werde bewusst und setze ein Zeichen. Es ist kein Problem, Fehler zu machen, wenn man auch daraus lernt. Ich entschuldige mich, wenn ich deine Gefühle mit diesem durchaus offensiven Video verletzt haben sollte, aber der aktuelle Status deines Mindsets lässt darauf schließen, dass die Gefühle anderer Lebewesen dir so ziemlich am Arsch vorbeigehen. Und daher habe ich mir heute einfach mal den Luxus und das Recht genommen, dies dir gleich zu tun. Also lieber Tim, denk mal drüber nach. Ansonsten, ich wünsche allen anderen einen schönen Sonntag und ich hoffe, ihr verzeiht mir heute mal mein etwas anderes Video, aber ich muss das irgendwie verarbeiten. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.